Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer Runde Baldur's Gate 3. Best be on my way. Hier wird direkt gespeichert. Wir sind auf dem Weg zum komischen Inquisitor, der Githyanki. What the fuck ist das da? Seht ihr das auch hier? VTK-Vibes, ha? Okay. Geht's ganz schön tief runter. Oh, da ist ein Zeug. Wish I had a bag of holding. Ja, manchmal wäre das nicht so verkehrt. Wo bist denn du abgebrochen, dass du hier irgendwie rumliegst? Von der oder von dem? Der einfach mal. Ah, hier. Okay. Die haben das alle irgendwie, ja? Des Inquisitors. Our esteemed guest. Please approach. We have much to discuss. Interesting. My Ardents reported that an Istik survived the crashed Geik slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geik ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. No. The Geik are about to execute their grand design and you seek to bargain. Ja. The weapon. Now. The grand design is what all Geik seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries there, elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geik ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Geik. So. The weapon. Please. Don't give it to him.
No. So, it is found. Vlakith Gorg Skathzai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. Oh yeah? Ich bleib mal stehen. Bin eh schon auf einer Höhe mit dem. I expected little of Istic education. But here we kneel before our queen. Guck mal, jetzt kniet sie vor mir. You bear that which is ours. But are you friend or are you thief? At least you brought it back. It is a start. We will test you to assess whether you deserve reward or punishment. The astral prism. It is corrupted. I shall cleanse it for you, my queen. Tell me how. Silence, Warwargas. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the Grand Design, sent to sabotage the Astral Prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the Prism is compromised. Find the one inside and kill them. Be aware, they are not alone, and they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept, refuse, and know my fury. Ich spiel mal mit. Caster's power to enter the prison. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. An Istic, a crusader for my queen, unimaginable. You are blessed, Istic. Do not fail her. Don't do it. Prism as it begins to flower. Your mind burns hot with excitement. Timeless space, bounded, compressed in a fold, a pocket of astral plane. It's quite beautiful, though dangerous things often are. Immerhin gibt es hier Gewebemoos, ne? Ups. Mhm.
Tote Githyanki. Verbannung. Okay. What's in here? Ich stelle einen Drachen da, der über zwei Personen einen, die aufsteht, die andere kniet. Jetzt weist er so wieder auf diesen Orpheus hin. Ich glaube, da ist eine Schatzkiste. Komme ich darüber? Weg ist unterbrochen. Nice. Komme ich auch dahin? Hier so drüber? Wenn ich schon so richtig geile weite Jumps hier machen kann? Oder will mir dieses Blut hier sagen, dass man den Sprung nicht schafft? So, also man könnte... ich glaube, das ist doch ein bisschen weit. Oder? Tod. Ungültiges Ziel. Ungültiges Ziel. Zu weit entfernt. Von hier? Nee, irgendwie komme ich da nicht rüber. Hier runter vielleicht? Da? Nee, es geht auch in den Tod. Ist so ein einzelner Baum hier so. Geht anscheinend nicht. Schade. Schade, schade. Marmelade. So, aber wohin? 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 Hier durch? So you came, in spite of all my warnings. Disappointing. Come, we will talk in private. Just the two of us. I may have made a mistake, trusting you. I told you to stay away from the Githyanki, but you just couldn't help yourself. Could you? And now... you've come here to murder me. I told you I stole the artifact from someone. Well, I stole it from Vlakith. Since then... she has become desperate. Vlakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlakith warned you that I would try to deceive you, but consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you,
freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Also der Vlakis vertraue ich nicht. Da gibt es ja noch dieses Orpheus-Ding und so und das alles, was wir da gefunden haben. Außerdem hat sie uns bis jetzt ja gerettet, ne? It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlakith will be furious. She fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Godlike in power, yes, but with none of the sanctity. Vlakith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mindflayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Vlakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Das ist ein Problem. I did warn you not to come here. But that curious streak of yours has brought us this far. I believe you will overcome this too. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. Be warned, the Inquisitor awaits your return from this place with orders to kill you. No doubt the rest of the Kresh will join him. Good luck. Did you kill it? And what was it, anyway? Not a good time. I'm not here for Chit-Chat. Keiner will mit mir reden, ey. Dann kehren wir mal zurück. So. My queen spoke to me. You have failed. Your death has been decreed. Ja, eure Königin lügt euch an. Impossible, I assure you. Since my queen does not lie, I must assume you do. To your death, then. Ja. Die Gisjanke sieht halt ein bisschen. Naja. So, mit wem beginnen wir denn? Der da oben ist dran, ha? Als nächstes. Beginnen wir mit ihm. Fast. On my way. So. Concentrate. Ja. Kriegen wir in
den Radius alle rein? Ich fürchte nicht, ne? Aber wenn ich mich nach hier oben stelle... Nee. Kriege ich 3 Stück rein. Aber das höchste der Gefühle. So, dann ist der da oben schon mal tot. Eine Leuchtkugel. 6 Leuchtkugeln gekriegt. Sehr schön. Und dann machen wir uns noch eine Spiritual Weapon. Eine Axt. Hier so hin. So, einmal Rage bitte. So. Wer ist als nächster dran? Der ist als nächster dran. Auf ihn mit Gebrüll. Rücksichtsloser Angriff. Einer weniger. Sehr schön. Carla. Legst du dich mit ihm an? Einfach mal, um ihn zu binden im Kampf, wa? Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und dann... Bonusaktion. Stärke um 2 erhöhen, Kreaturen in der Nähe möglicherweise verängstigen. Wie weit ist der Radius? 4 Meter? Ah, jetzt habe ich sie auch noch. Er nicht? Geil. Hat mich also mehr geschwächt als mir genützt. Ja? Bersten. So, lieber pariert, aber kommt trotzdem ein bisschen was durch. Ja, tut weh, ne? So, Tiergestalt aufgeben? Nein, auf keinen Fall. Kritischer Fehlschlag. Scheiße. Was macht das jetzt? Dann bleibt mal untersuchen. Oh, armes Schattenherz. Also, das hat ja gewirkt jetzt hier auf Koani und den Typen. Gedankenverbindung. Entzieht allen im Umfeld psychische Energie. Hält ein Bonus von +1 auf Rüstungsklasse. Bewirkt 1-4 psychischen Schaden pro Kreatur, mit der er verbunden ist. Okay, mit dem ist er auch verbunden. Also 3 Leute. Die Spiritual Weapon. Wow. Nice one. Das ist jetzt scheiße. Auch mit ihr ist er auch noch verbunden. No good, no good, no good. No good. Ist er noch im Nahkampf? Vermutlich nicht. Verteidigung. Er ist sowieso gleich down. Sehr schön. Rasender Hieb. I'm glad you came to your senses. Now leave, before the others come for us. So viel Others gibt's da nicht mehr. Pariert. Okay.
Eulenbär! Über den Gnom hinweg. Aber nicht. Viermal zuschlagen ist schon nicht so schlecht, ne? Die Spiritual Weapon, ich sag's euch. Die rockt in diesem Kampf zumindest. So. Heil dich mal. So. Boah, den Kampf hatte ich auch schon mal schwerer in Erinnerung. Der ist ja richtig gut gelaufen, aber richtig gut. Psionische Rache. Wenn ein Rettungswurf gelingt, erleiden die Gegner... Der Gegner, der diesen Wurf verursacht hat, einen zu viel. Nicht schlecht. Geht Yankee ja mal extra. Neogi-Klau. Was die nicht alles bei sich haben, ne? Oh, ich bin überladen. Schon wieder tausende von Zeug hier. Aber ich glaube, das kann keiner von uns, kann das einer gebrauchen. Zu Kampfbeginn Wucht finde ich eigentlich auch gut momentan. Das ist so eh. Ausrüstung hier kann man nicht ändern. Das ist das mit dem Heilen. Irgendwie. Das können wir ins Lager senden. Das noch hier. So, das sollte jetzt wieder ein bisschen reichen. Wenn du einen Zustand bewirkst, erhältst du 2 Runden lang Arkane Synergie. Was ist das? Waffenangriffe bewirken zusätzlichen Schaden in Höhe des Zauberwirken Attributsmodifikators der betroffenen Kreatur. Bewirke ich Zustände? Eigentlich nicht, ne? Nee. Eher nicht. Das ist eine schwere Truhe. Elementare Steigerung, wenn einer deiner Zaubertricks Blitzfeuerkerl, ja, okay, Schallschaden bewirkt, füge einem deinem bewirkten Schaden deinen Zauberwirkungsmodifikator hinzu. Das ist immer geil für Mages, habe ich leider nicht. Aber wenn ihr Mage spielt, nice one. Der Hautreißer. Der macht Energiekanalisierung, was auch immer das schon wieder ist. Hieb, Stich und Wuchtschaden gegen die betroffene Kreatur wird um 1 per verbleibendem Zug verringert. Okay. Wenn die Kreatur Schaden erleidet, während sie noch mindestens 5 verbleibende Züge hat, bewirkt sie 1 bis 4 Energieschaden. Was für Züge?
I don't get it. Kann mir aber vielleicht jemand in den Kommentaren erklären, wie das funktioniert. Willst du sowieso nicht benutzen? Klingt irgendwie nach sehr kompliziertem Scheiß. Another step forward. So. Hier drüben haben wir noch eine. Ah, die haben wir schon gelootet. Hier oben auch. Ja, noch eine edle Truhe. Oh, Handschuhe des streitlustigen Himmels. Bewirkt der Träger Schallschaden oder Blitzschaden oder gleißenden Schaden, bewirkt er zwei Züge lang Widerhall. Was war nochmal Widerhall? Betroffene Kreatur erleidet für den verbleibenden Zug einen Malus von minus 1 auf Stärke, Geschicklichkeits- und Konstitutionsrettungswürfe. Wenn die Kreatur 5 oder mehr Züge Widerhall hat, erleidet sie 1 bis 4 Schallschaden und möglicherweise liegend. Okay. Auch nicht so schlecht. Für uns aber jetzt auch nicht irgendwie. So super. Natürlich ein Goblin-Lager. Information zur Waffe. Inmitten der komplizierten Schlüssel. Ein Wort in. Geheim. Dein Name. Oh, okay. Spannend. Ihr hattet recht, die Türme des Morgens sind richtig. Ich bin auf der Spur der Kultisten. Belarvte Individuen in Uniformen konnten nicht einbrechen, aber dort braut sich etwas zusammen. Verlust von. Okay. Da braut sich etwas zusammen, haben sie gesagt. Ja? Leere Kisten. Sind die wirklich leer? Wir gucken rein. Ja, sie sind leer. Wenn es schon leere Kisten heißt, ne? Das ist so eine Kiste hier. Vitrine mit Raureifstiefeln. Kannst beim Überqueren von eisigem Gelände nicht stürzen. Boah. Hier sind die Statuen, die in dem Ding geschrieben waren. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Klemmt. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Seite. Durch den Geheimgang. Es wird gespeichert. Kommt rein, kommt rein, kommt rein, kommt rein. So, ja, ich glaube, was sich hinter dieser mysteriösen Tür verbirgt. Dem Tagesanbruchtor. Das erfahren wir beim nächsten Tagesanbruch.
beim nächsten, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.